Maite Kelly, eine Musiklegende und Schauspielerin, hat in ihrem Leben viele Nöte und Herausforderungen erlebt. Ihre Karriere ist nicht nur eine leidenschaftliche musikalische Reise, sondern auch eine Reise voller Traurigkeit und Höhen und Tiefen. Als jüngstes Kind der berühmten Kelly-Künstlerfamilie war Maite Kelly dem Druck und den hohen Erwartungen von Ruhm und Familienruf ausgesetzt. Das Familienleben und das künstlerische Umfeld sind oft die Quelle von Traurigkeit und Herausforderungen. Maite begegnet diesen Schwierigkeiten jedoch stets mit unermüdlichem Einsatz und untrüglicher Geduld. Eine der größten Herausforderungen in Maites Leben war wahrscheinlich der Verlust und der Schmerz, als sie ihre Solokarriere begann. Der Weg zum Ruhm war nicht einfach, aber mit Optimismus und spiritueller Stärke überwand sie alle Schwierigkeiten. Darüber hinaus ist Maite Kelly auch für ihre Wohltätigkeitsarbeit bekannt. Der Transfer von Geldern aus ihren Konzerten zur Unterstützung des Togo-Projekts ist ein Beweis für ihre Philanthropie und soziale Verantwortung. Bei Maites Reise als Künstlerin geht es nicht nur um ihre Karriere, sondern auch darum, den wahren Sinn und Wert im Leben zu finden. Lasst uns, die Fans und Unterstützer, immer an Maite Kelly denken und sie bei jedem Schritt unterstützen. Sie hat sich nicht nur durch Musik bewährt, sondern auch durch Ausdauer und Mitgefühl. Maite Kelly ist nicht nur eine Künstlerin, sondern auch ein Symbol für starken Geist und grenzenlose Freundlichkeit. Auch wenn Maite Kelly in ihrem Leben viele Traurigkeit und Schwierigkeiten erlebt hat, kämpft sie weiterhin und inspiriert andere. Das Familienleben und eine künstlerische Karriere können schwierige Herausforderungen mit sich bringen, aber sie behält immer die Stimmung und schafft bedeutungsvolle Kunstwerke. Die größte Traurigkeit kann aus dem Familienleben kommen, aber Maite Kelly nutzt schmerzhafte Erfahrungen, um uns zu helfen, das Leben auf eine schönere Art und Weise zu sehen. Der Verlust und die Herausforderungen halfen ihr, zu wachsen und den Wert von Familie und Liebe besser zu verstehen. Maite Kelly ist nicht nur eine hervorragende Künstlerin, sondern auch eine starke Frau, die es versteht, mit Schwierigkeiten umzugehen und sich auf alle Herausforderungen einzustellen. Ihr Einsatz und ihr Mut zeigen sich nicht nur in ihrer Musik, sondern auch in ihrem täglichen Leben. Lasst uns, die Fans, Maite Kelly weiterhin auf ihrem Weg unterstützen. Sie ist eine Quelle der Ermutigung für uns alle und bekräftigt, dass wir das Leben, egal wie schwierig es auch sein mag, überwinden und stärker werden können. Maite Kelly ist nicht nur ein berühmter Star, sondern auch eine vertrauenswürdige Begleiterin, die Werte und Mitgefühl mit der Community teilt. Maite Kelly hat bewiesen, dass Menschen trotz Leid und Herausforderungen Traurigkeit in eine Quelle der Ermutigung und Stärke verwandeln können. Ihre Bemühungen und ihre Entschlossenheit spiegeln sich nicht nur in ihrer künstlerischen Karriere wider, sondern auch im Aufbau eines positiven und sinnvollen Familienlebens. Das Leben hat schwierige Zeiten, aber Maite Kelly hat aus schmerzhaften Erfahrungen die Kraft gefunden, stärker und bedeutungsvoller zu werden. Ihre Karriere hat Höhen und Tiefen durchgemacht, aber sie bleibt stets ihrem Glauben treu und schafft Werke, die den Fans Freude und Optimismus bringen. Wenn es in Maite Kellys Leben die größte Traurigkeit gibt, dann sind es vielleicht die Prüfungen und Wirrungen, die sie in ihrer Karriere und ihrem Privatleben überwinden musste. Dank ihrer Entschlossenheit und ihrem Optimismus überwand sie jedoch alle Schwierigkeiten und wurde eine starke und talentierte Frau, die einen tiefen Eindruck in den Herzen ihrer Fans hinterließ. Lasst uns Maite Kelly weiterhin unterstützen und lieben, nicht nur wegen ihres herausragenden künstlerischen Talents, sondern auch wegen des optimistischen Geistes und der Willenskraft, die sie mitbringt. Sie ist eine Quelle der Ermutigung und ein Beweis dafür, dass das Leben schöner werden kann, wenn wir wissen,
wie wir allen Schwierigkeiten begegnen und sie überwinden können. Maite Kelly hat eine herausfordernde Reise im Leben hinter sich, aber jede Herausforderung ist für sie eine Chance zu wachsen und zu reifen. Ihre Karriere ist nicht nur eine Reihe künstlerischer Erfolge, sondern auch eine Reise zu sich selbst und dem wahren Sinn des Lebens. Wenn es die größte Traurigkeit gibt, können es die Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Ehe sowie der Druck des Künstlerlebens sein. Maite Kelly entschied sich jedoch, sich diesen Problemen direkt zu stellen und sie als wertvolle Lektionen zu nutzen. Ihre Stärke und Entschlossenheit sind nicht nur für sie selbst eine Quelle der Ermutigung, sondern auch ein attraktives Vorbild für ihre Fans. Wir können uns an Maite Kelly erinnern und sie nicht nur wegen ihrer herausragenden Karriere unterstützen, sondern auch wegen ihres starken Geistes und ihrer Fähigkeit, sich Herausforderungen zu stellen. Der Pfeil von Karl geht zu Julia und der Pfeil von Peter geht zu Julia, das heißt, die Relation ist nicht links total. Okay. Warum ist die Relation nicht rechts total? Ja? Genau, weil zwei Pfeile von der Anna abgehen. Ja. Hm? Nochmal, also es gehen zwei Pfeile von der Anna weg zu Max und Peter. Genau. Ist also nicht links, nicht rechts eindeutig. Nicht rechts eindeutig, genau. Max und Peter sind zwei unterschiedliche Personen, in die Anna verliebt ist. Okay. Jetzt versuchen wir mal, diese Relation so hinzubasteln, dass alle vier Eigenschaften gelten. Wer macht mal einen Vorschlag? Wir klären jetzt die Verliebtheitssituation hier. Ja? Julia soll Anna lieben. Moment. Ach so. Also ist von Julia zu Anna, ne? So, von Julia zu Anna. Okay. Was haben wir damit jetzt erreicht? Ja? Moment, erstmal, welche Eigenschaften erfüllen wir jetzt dadurch? Ja? Links total. Warum? Genau, weil von allen ein Pfeil weggeht und rechts total, ne? Weil zu allen ein Pfeil geht. Also, das ist eine links- und eine rechtstotale Funktion. Aber ich wollte, dass alle vier Eigenschaften erfüllt sind, sind welche noch nicht erfüllt. Ja? Anna, okay, Anna müsste sich entscheiden, wen sie mehr liebt. Entscheiden Sie mal für Anna, wen liebt sie mehr? Hm? Max. Okay. Also, Anna liebt Max mehr als Peter. Dann machen wir das mal schön weg hier, ne? Anna hat gemerkt, was für ein Arschloch der Peter ist. Und deswegen ist jetzt nur noch in Max verliebt. So. Ja, jetzt sind wir aber nicht mehr rechts total, ne? Ja, die Anna mag den Peter nicht, weil der so selbstverliebt ist. Das ist super, genau. Und der liebt nämlich gar nicht Julia, ne? Das ist alles ein Vorwand irgendwie. Der liebt eigentlich nur sich selbst, der Peter. So.